Ab ins Spiel, ab ins Spiel, ab ins Spiel, ab ins Spiel. Konnichiwa, Twitches. ja, wir braten, wir grillen alte Menschen. Ich habe jetzt einen Alu-Reflektor. Aber... Das ist schon braun. Ein Weit. Okay, okay, okay. Vielleicht gehe ich mal wieder. Und gehe mal wieder in die Chillout-Zone. Was? Natrollen? Gronkh ist auch am Zocken? Was zockt der denn gerade? Nein! Ja, der ist... Was? Huch, das war der Marquis. Aber was heißt denn Look for die? Die? Mach doch gleich eine Pizzamampfpause. Nee, nee. Ich habe ja noch nicht mal Magenknurren. Da mache ich noch keine Pause. Nettes Easter Egg, ja. Ich habe das Easter Egg nie verstanden. Was, Flummi? Hast du Night of the Rabbit nicht gespielt? Das ist super. Hol das nach. Das war das Besondere. Jeffrey, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. War cool. Danke. Also wenn sowas, ne, wenn ich sowas verpeile, immer sagen. Weil das hätte ich echt schade gefunden, wenn ich es nicht gemacht hätte. Gut, aber was mache ich denn jetzt mit diesem Alu-Reflektor? Doch, Reflektor. Die andere Glühbirne im Inventar? Nee. Irgendwie nicht. Oh, dieses, das ist so ein Krach hier von wegen Chill Out. Cocktailbar. Datasette habe ich ja noch nicht. Kann ich hier jetzt irgendwas wursten? Plastikbälle wursten. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Aber so groß sind Plastikbälle doch gar nicht. Den Drink einlösen. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Bass gemacht. Mir sind die Frequenzen im Spiel irgendwie zu hoch. Einwursten. Mist. Stroh! Oh Gott, ich konnte das mit... Ich habe das gar nicht gesehen. Okay, ich habe das nicht gesehen. Et voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Das ist voll das geile Wort. Psychoaktives... Psychoaktives Zukunfts-Origami. Gefällt mir. Finde ich gut. Hihi, Kiwi spielt Bass. Ja. Ja gut, jetzt habe ich so einen Aluhut, aber wem setze ich denn den jetzt auf? Weil ich brauche ihn ja nicht. Ich brauche ihn nicht und wer braucht denn den? Vielleicht wieder er hier? Äffchen! Äffchen! Man sieht es nicht. Warum sehe ich es jetzt erst? Guck mal! Äffchen! Hi! Willst du vielleicht einen Aluhut? Und was ist das hier? Ein bisschen auf ihn! Außer... Ach, kann ich den vielleicht auf den... Nicht doch! Das wäre ja Amtsmissbrauch! Oh nein! Kann man etwa... Nein, ich will keine Küken einwursten, das ist voll gemein. Okay, dann gucken wir mal hier nach. Was geht denn hier? Ich meine, wenn ich... Die brauchen den ja auch nicht.
Und wenn ich da rein... Wenn, der duscht immer noch, willst du mich... Nee, den kann ich hier auch gar nicht hin. Ich will meine zweite Chance, einen ersten Genitz. Ja. Kann ich den Drink vielleicht wegschütten? Hä? Wieso? Das ist doch noch gut. Na gut. Sag nur. Vielleicht ist es dir zu gut. Der Helm sieht aus wie Baume. Stimmt. Hier komme ich dann da drüben wieder raus, bei den Bekloppten da. Ich auch wieder nichts. Soll doch vielleicht was trinken? Nein, danke. Alles. Und. Ja, halt. Oh Gott. Bloß ruhig. Kann ich jetzt da was anderes machen, vielleicht? Nö. Ja, keiner drin. Gut, können wir rein. Zack. Fanzone ist ja voll von Bobbles. Mit dir noch mal reden. Du, Mac? Ja. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Denk dran. Noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Oh. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hatte ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ach, Deponia retten kann ich auch von hier aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist, dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi, dann kämen wir noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Plus Fanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Bis später. Oder früher. Oder beides. Ja. Okay, also. Machen wir zum Habitat-Ding. Und mal zum Klavier. Hallo, einer. Klavier. Ich nenne es. Ja. Der Elefant, der seine Stoßzähne. Fast die gibt's denn hier. Kann ich das mit der Zange. Sag mal, das war Fistubanause. Das ist so, oh Gott. Ja gut, okay. Das war ja einfach. Ich dachte, das wird irgendwie komplizierter. Tu mal den da drauf. Und ping. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Dein Scheiß Ernst? Wie kriege ich das denn jetzt rot? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Bestimmt mit dem Plastikball, oder? Wo soll ich denn den schmelzen? Hat's den Ältesten jetzt vielleicht endlich mal zerbrutzelt? Nee, ne? Meine Güte! Also ich glaube, hier, das bringt hier nichts, oder? Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Ja, aber wenn das so wachsig ist, kannst du doch ein bisschen rot draufschmieren. Vielleicht. Ah, ein Flügel. Er hat den Flügel zerstört. Verbursten? Vielleicht? Wo war denn Wurst? Wurst war an der Cocktailbar. Oh!
Feuer! Und jetzt? Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Geil. Wurst-Ki. Alles ist besser als Wurst. Alles ist besser als Wurst. Warum? Wurst ist doch toll. Na gut. Jetzt ist rot genug. So richtig rot ist ja immer noch nicht, ne? Igitt, was für ein wurstiger Sound! Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Wie krieg ich das denn? Da ist noch Musik, leider kennt. Das ist auch so. Vielleicht sollte ich doch mal. Ich glaube, ich habe die Lösung für die Taste. Ja, was denn? Der Älteste oben ist rot geworden. Echt jetzt? Soll ich ihm das jetzt ins Gesicht halten, oder was? Und was ist das, André? Auf ihn! Außer... So vielleicht? Bratwurst. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchenfest. Aha. Och, wunderschön. Ganz toll. Ich bin begeistert. So. Aber das macht doch dann trotzdem Splonch, oder nicht? Oh. Juhu! Ein Gast! Komm rein! Nein. Zu Hause. Es ist wirklich Flowey! Der schon wieder. Es ist wirklich Flowey! Oh nein, ich diese Blume, ne, diese, nein, also nein, ich trau dir ja keinen Millimeter weit. Hui, ein Schalter. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn super. Du eine passende Gelcode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal. Aber nicht so viel. Hurra! Aber nicht so viel. Guck mal. Eule. Ja, okay. Jetzt bin ich hier, aber was mache ich da? Ich gehe mal an den Computer. Da, das Settenschlitz. So süß. Was bauen die da? Kann ich dir helfen? Nein. Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, bist du schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängst doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Ja, das kann ich so bezeugen bisher. Was ist das? Mein Tower-Gehäuse. Da sind mein Prozessor und meine Festplatte drin. Dieser Rauswerftoaster beherbergt deinen Denkapparat? Deine Kartoffel würde auch nicht gerade einen Case-Modding-Wettbewerb gewinnen. Da habe ich anderes gehört. Man hört immer nur, was man hören will. Danke, Entschuldigung akzeptiert. Ach du Schande. Aua, was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktion auslotest. Habe ich gern gemacht. Flowey hat es so hart mit Mickey Mouse getrieben. Was kam raus, Ronny? Alles nüllende Ronny-Familie. Ach, guck mal. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Das vielleicht? Das solltest du lieber sein lassen. Und wenn nicht? Aua. Tja.
Vielleicht. Ach nee, diese Festplatte ist auch so schon zugemüllt genug. Vielleicht. Ja, natürlich. Was tust du denn da? Ihr werdet mit einem Mal so... Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienstbordsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer es braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Ja, ratzefatze. Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. Piep. So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar, ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Party! Kann ich irgendwas mit der Eule machen? Die sieht so aus, als müsste sich noch bewegen. Naja. Also ich habe jetzt 10.000 Spaßpunkte, na dann. Irgendwie war auf dem Bildschirm vorher mehr los. Das liegt daran, dass das Verzeichnis mit dem Gencode gelöscht wurde. Aber keine Sorge, die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Und wo bekomme ich die Tiere her, wenn sie gelöscht worden sind? Du musst es ja nicht sofort machen. Das hier ist Elysium. Du musst gar nichts tun, was du nicht willst. Hurra! Hurra! Spaß! Jo, ich glaube, ich gehe ja mal wieder, oder? Da kann ich eine Datasette... Ach, hier ist der Scanner. Das und hiermit lässt sich die Gendatenbank wieder auffüllen? Genau. Leg einfach ein bisschen DNA unter den Scanner und... Hui! Ab geht die Luzi! Wie wär's denn damit? Scanner DNA-Probe. Brrr. Hui! Erkenne Spezies. Testspeichel, Varan. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Ja, yippie. Das heißt, ich habe jetzt einen Pestspeichelwaran in Datasetten vor. Die Datasette könnte ich ja mal hier reintun. Ob das so eine gute Idee ist, fällt mir gerade auf. Nächster, bitte! Ja, ja. Was? Nein! Wo gehst du denn hin? Ich will da bleiben. Geh da nochmal hin. Sag mal, jetzt den Schalter. Ui. Niedlich. Hä? Warum ist er wieder weg? Wohl noch nicht so ganz richtig, wa? Aber wir hatten ja noch ganz viele andere. Hier in der Chillout-Zone waren doch noch ganz viele Datasetten. Fachschlitze. Oh oh. Oh oh. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Na gut. Habt ihr die Blutfäden gesehen? Warte mal, wieso kann ich damit reden? Ist das ein Bug?
glaube, das ist ein Bug. Na gut. Aber wir hatten ja... Ach, ist er jetzt fertig, der Herr? Was macht denn der Roboter da? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Puppetüppe, wie wär's denn? Ah, oh, hör, aufhören! Ah, ah, oh, sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Alter. Ja, das habe ich ja schon gesagt, dass die Echsen da aussehen wie diese Phyloks vom Anfang. Habe ich schon gesagt. Ihr plappert mir das nur nach und verkauft es jetzt als eure eigene Epiphanie. Ja, ja. Zu eurem eigenen Geistesblitz. So, warum ist denn jetzt hier... Was ist denn hier los? Warum ist denn da jetzt leer? Oha, noch ein Getränk. Geil. Mixer. Oh. Da wollte wohl jemand den Fisch nicht mittrinken. Dabei ist er doch das Beste am Kai Piranha. Kai Piranha? Kann ich den Drink auf den Scanner schütten, frage ich mich. Und wozu brauche ich denn einen? Neben der Springform ist der Mixer mein Lieblingsküchenutensil. Allerdings sollte man nicht versuchen, darin Knallfrösche zu halbieren. Ja. Ja. Was denn, wenn ich... Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Oh. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Okay. Ja, und jetzt? Ja, okay. Muss das so? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wahrscheinlich nicht, sonst könnte ich es nicht überspringen, ne? Aber irgendwie muss es ja lösbar sein. Oh. Aha! Ich wusste doch, dass er mir einen Bartender verloren gegangen ist. Tja, das Rätsel war jetzt irgendwie, ne? Das ging jetzt ja irgendwie... Wo ist denn das? Der steht jetzt aber schon noch da, oder? Der lebt noch, der Kleine. Ich wusste doch, dass er mir ein Bartender verloren gegangen ist. Yep. Guck mal. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Tatsache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Ja, Corodium, das waren meine Bar-Skills. Ja, okay, und jetzt? Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität.
Gerade hatte ich alle Maden aus dem Mantel entfernt. Schau mal, wie glubschig. So, das ist jetzt Chefsache. Ui. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Ja, er sieht aus wie ein kleiner Glubsche. Glubsche-Spot. Ich aber auch so goldig. Okay, was haben wir denn die Datasette noch? Kann ich denn die da schon reintun? Oder? Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Wie jetzt? Ist die Show aber schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh! Der klingt auch überhaupt nicht betrunken, der Dude. Ich möchte das eigentlich nicht machen, aber weil der Chat sagt, ich... soll die Maat verwursten, versuche ich das halt mal. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Haben wir hier noch irgendwas? Den Mixer noch. Muss ich schon wieder was mixen? Für einen Cocktail braucht man mindestens 2 alkoholische Zutaten. Und eigentlich auch ein Schirmchen, aber da will ich heute mal nicht so sein. Na gut, streichelt so. Können wir die vielleicht zu den Streicheltieren tun? Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Es ist noch zu groß. Oh. Kann ich... Dafür brauche ich... Und? Warte mal, was hat er gesagt? Und 2 Datasetten, wie es aussieht. Ah! Oh! Moment! Wenn ich die Made in den Scanner tue, dann habe ich doch... Dann müsste da draußen doch noch eine Datasette und dann kann ich doch, oder? Ohne mich hier als Gott aufspielen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Wirklich jetzt? Hey, komm! Nächster bitte! Das war voll die gute Idee. Mann, ruh ruhig. Was mache ich denn mit dem? Mal zu dem kommen. Alter, voll die laute Tür. Vielleicht will der ja was zum Kuscheln? Und was ist das? Ein Geschenk auf ihn. Willst du vielleicht im Das Bällebad ist auch so gehen? Schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch... Ja. Kann er seinen eigenen Gencode einlesen? Bälle Rotlichtlampe schmelzen. Das habe ich ja vorhin schon probiert. Hier. Das habe ich garantiert schon probiert. Ich habe doch den Bälle schon überall hingehalten. Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, ich hab nichts musste gesagt. Er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals? Oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Okay. Und damit kann ich jetzt... Ich will nicht so enden wie Toni. Die hat mir auch immer alles madig gemacht. Okay, warte. Chill-Out-Zone? Da muss doch... Musst du da nicht... Musst du da nicht... Wollen wir da nicht... Ja. Okay. Huch! Was hab ich jetzt... Ach so, raus habe ich gedrückt. Okay, da können nur Datasets... Was mache ich denn jetzt mit dem... Was mache ich denn jetzt mit dem Kampf da? Oh.
heiß. Schnauze, das muss so. Soll ich ziehen? Oh Gott. Nein, ich zieh nicht. Ich mache einen Cut für YouTube rein. Ich habe gerade die 30 Minuten voll. Ella Badge. Ja, kratz dich ruhig mal am Popo. Ich mach dann mal. Ich tapp dann mal raus. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und wir singen. Es wird schmerzvoll anfangen, die nächste Folge. Beobachten.